Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Keine Ahnung Kanal. Heute spielen wir wieder Ark und in diesem Video werde ich den Kentro zählen, den ich da hinten gefunden habe. In meinem Uteranus Video. Wer es nicht gesehen hat, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Also als erstes nehme ich mir hier ein paar Bärenfallen. Die werde ich dann an einer Stelle platzieren und lasse den Kentro dann da reinlaufen. So, ich nehme alle mit. Ja, auch noch. Und die, und die, und die. So. Dann gehe ich mir noch einen Reittier holen. Auch wenn es nur denn in der Ecke ist. Doch, ich glaube, ich muss ein paar Kentros loswerden, bevor ich ihn einzählen kann. Weil sonst greife ich mich alle zusammen an. Dann nehme ich mir hier meinen Uteranus, den ich im letzten Video gesendet habe. Dann, oh, er hat ein Level Up. Kann ich ihn endlich in Stamina aufleveln. Der ist wirklich die große Schwäche des Uteranus, der Stamina. Dann hier das Tor eben schließen. So. Und dann, oh, da stehen noch ein paar Trommeln. So. Ich habe hier immer noch vom Uteranus 10 Video ein paar Trank Darts übrig, Trank Pfeile, aber jetzt habe ich hier noch Bärenfallen. Und ich habe etwas Compi-Kibble hergestellt. 11 Stück, ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, muss der Terizino nochmal mit seinen Klauen hier, weil durch die Beete gehen. Und ist das der Kentro? Ja, das ist der. Okay, dann werde ich jetzt hier. Einfach Bärenfallen aufstellen. Hoffe, dass der Bronto da nicht reinläuft. So. Dann vielleicht noch hier drüben welche. Ich weiß jetzt nicht, ob der Kentro durch die Bärenfallen gestoppt wird. Sollte aber eigentlich. So, und dann. Schieße ich ihn einmal ab. So, dann hier doch schießen. Mal gucken, wie viele Schüsse er braucht. Das wäre jetzt der zweite oder dritte. Okay. Dann hier abschießen. Der hält schon recht viel Torpa aus. Ich glaube, das ist mehr als der Uteranus ausgehalten hat. Weil das ist ja auch ein High Level. Ist der Bronto da? Rennt weg. Und rennt durch den Felsen durch. Ich warte noch eben, bis er wieder zurückkommt. Falls er zurückkommt, er sollte eigentlich zurückkommen. Wenn nicht, ist es schlecht, dann gehe ich mir einen anderen Kentro holen. Er kommt zurück. Er kommt nicht zurück. Kommt jetzt zurück. Ah! Okay. Mal gucken. Kommt er zurück? Kommt er nicht zurück? Das ist hier die große Frage. Ja, er kommt zurück. Dann locke ich ihn mal wieder hin zu dem Bärenfall. Wo ist der? Da ist der und er dreht wieder um. Das funktioniert ja hier super. Rubin. Vielleicht kann ich ihn ja auch unter Wasser zählen. Er ist ohnmächtig. Wo ist der? Da.
Ups, ich hatte hier noch was an. Da. Schalte ich ihm aus. Mal jetzt sein Tod bedeutet. Ja, er verliert Oxygen. Er wird sterben. Okay, falls nicht so geplant, dann gehe ich mir einen anderen Kentro holen. Aber auf jeden Fall zähle ich heute noch einen Kentro. Na, gucken. Dann, da hinten stehen noch welche. Ich guck mal, welcher von denen das höchste Level hat. Wie viele Bärenfallen habe ich noch? Ja, genug. Okay. Den muss ich abschießen. Der ist 23. Okay, jetzt kein High Level. Okay, aber es sollte auch reichen. Hauptsache, ich habe ein Kentro. Es kommen zwei. Ich hoffe, der ist auf einem höheren Level. So. Wir waren schon ziemlich viel, um ausgenockt zu werden. Welches Level war der? 51, ja, der ist höheres Level. Okay, er ist down. Jetzt hier schnell noch das Kribbins Inventar. Gleich abbauen. Ich denke immer, mein Nutanus geht sich den Angriff über, wenn er anfängt zu polen. Dann habe ich hier noch Narcotics. Dann gehe wieder rüber zum Kentro. Narcotics im Inventar liegen. 1690 Leben. Ja, sind schon. Ja, sind weniger als bei meinem Nutanus. Hallo, Pronto. Level 1. Oh, Scheiße. Schafft mein Nutanus das? Mit meiner Hilfe, ja. Yeah. Oh. Nein, Yuta, komm her. Nicht den Kentro beißen. Das ist ja wirklich gefährlich mit den Bären fallen. Ich glaube, ich nehme die lieber nochmal auf, bevor wieder sowas passiert. So. Nein, das ist kein Futter. Okay. Ich glaube, der Terrazinosaurus muss wirklich her. 12%, warte. 10, ah, doch, reicht. Dann mache ich mal wieder Slow-Mo an. So, 12% gezählt, 24. Dann beim nächsten Stück zu 36. 35,9. Knapp vertan. Dann 47. Wieso ist das richtig jetzt neblig? Oh, wie süß ein Dodo. 59,9. Der Moschops da hinten wieder rumrennt. Wie das aussieht, wenn die hier rumlaufen. Das sieht so lustig aus. 83%. Okay, mal gucken. Okay, jetzt habe ich Slow-Mo 1 wieder eingemacht. Ich habe blöde Erfahrungen gemacht, dass wenn man Slow-Mo anhat und der dann gezähmt wird. Wie viele Level kriegt er eigentlich dazu? 8 Level. Dann haben wir Level 59er. Kentro. Und dann haben wir hier noch Moschops. Ne? Was wollt ihr denn? Ich hab hier das, was ihr wollt. Wahrscheinlich nicht, aber okay. Organic Polymer. Hab ich nicht. Wir haben hier den Kentro. Ist männlich. Ich glaube, ich habe auch schon einen Namen für ihn. Meine Hände. Guckt euch mal die Hände an. Die Handschuhe sind irgendwie verbuggt. Hm.
95,8%. Okay, jetzt sind die Handschuhe wieder normal. Und wir haben ein Kensro. Yay! Gut. Dann kommst du jetzt mal mit. Die Mütter bin ich wieder zurück. Na, ich stelle eine Verfügung ab. Okay, alles gut. Dann hier. Ich schreibe mal diesen Bistro. Und er macht nichts. Attack my target. Wo haben wir das denn hier? Ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Wahrscheinlich schon. Okay. Also hier der Kentosaurus kann aufspießen und anscheinend sind die beiden jetzt wahnsinnig geworden. Sieht ziemlich komisch aus, wie die sich da im Kreis drehen. Komm, holt euch hier mal Shops. Wieso rennt der mal Shops nicht mehr? Die sind normalerweise doch so feige. Wieso macht der Jotanus nichts mehr? Sieht irgendwie komisch aus, wie der Kento da im Kreis rennt. Der Moshops hat den Kento. Ah, nee. Wo ist es hier? Da. Okay. Ist gut, Jutta. Ja. Anscheinend. Also Moshops können auch angreifen. Ich glaube, ja, hier. Mein Kentrosaurus Spike hier hatte auch ein paar Leben verloren. Moshops können auch angreifen. Normalerweise rennen die ja weg, wenn man schon sagt, greift das und das an. Aber sie können auch mal zubeißen und es kann auch schon mal ziemlich tödlich enden. Vor allem, wenn du sowieso schon fast tot bist, dann noch Moshops provozierst, er gegen die Wand rennt, du hinterher rennst und er dich dann beißt. Das ist mir mal passiert. Also mit Moshops ist nicht zu spaßen, auch wenn man sagt, die hauen hier immer ab und die sind so feige. Ja, die können auch mal aggro werden. Nicht getroffen. Hab schon wieder nicht getroffen, ist aber auch egal. Nehmen wir noch mehr Moshops. Wer Mushroom? Habe ich glaube ich nicht. Also gucken wir uns mal die Sets vom Spike an. Er hat 180, 1820 Health, 666 Stamina, dann noch 590 Weight, 150 Mil Damage, 100 Movement Speed und 3740,5 Torpor. Der hier hat ein bisschen mehr Torpor, war aber meiner Meinung nach schneller ausgenockt. Ich mag die Cuddle Animation, aber nicht, wenn er dabei kackt. Bei mir ist es irgendwie so, wenn ich mit dem Turnus was anschreie, kackt ist. Ich schalte mal den Lura an. Ja, seht ihr? Das habe ich gesagt. Also der Lutheranus kann auch prima zum Kackefarmen benutzt werden. Ach ja, noch eine Sache, die ich vergessen habe, im Lutheranus-Video zu zeigen, ist, dass er einen Turret-Modus hat. Aggressives Viech. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel sie hier drüben hinstelle, dann Turret Mode und dann Aggressive, dann brüllt sie alles an, was sich hier nähert. Da zeige ich jetzt den Listro und den Dodo. Ich glaube, sie muss Stamina nachladen. Ja. Ja, wie schon gesagt. Sie machen sich alle in die Hose, wenn sie dieses Viech sehen.
Oder nicht wie ich, diese elegante Kreatur. So. Einfach Totenwort zu dir aus, sobald man sich bewegt. Und dann einfach Nein, zeigt am besten zu Neutral. So. Denn ich will auf keinen Fall, dass mein Neutral uns auf Aggressive bleibt, sonst macht er hier noch Probleme. Den müssen wir try. So, nochmal kurz zum Kentro. Es gibt hier jetzt nicht viel in der Nähe, was ich aufspießen kann. Die Carbonensis funktioniert schon nicht mehr, das weiß ich. Der Parasaur, ich glaube, das ist. Ich glaube, dass das ein Parasaur ist. Ja, ist es. Der geht auch nicht mehr. Aber jetzt sowas eben wie Moshops, Dodo, wie so einer hier. Das geht. Betonus geht natürlich nicht. Und das mit dem Stock sah gerade ziemlich komisch aus. Hier. Natürlich kann ich hier auch den Kampfboost geben. Und durch das Kampfgeschrei fliegen auch wilde Tiere weg. Interessant, das wusste ich noch nicht. Vielleicht mal gucken, ist hier irgendwas verändert. Nicht damit 150, war das auch schon so, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. War das schon vorher noch 150? Geht denn dieser Effekt? So. Jetzt ist es immer noch 150, okay. Leider kann ich nicht sehen, welche Effekte der Kentrot, sonst würde ich sehen, wie viel der geboostet ist. Aber ich würde dann noch sagen, das war's mit diesem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben. Da. Ja. Das war's dann. Bis zum nächsten Video. Und ich sehe euch da. Oder ihr hört mich da. Und ich sehe euch nicht. Also, bis dann. Tschüss.